Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Nun sind wir also endlich in dem Abschnitt angekommen, wo die drei Strecken zusammengeführt werden. Also die alte Küstenstrecke, dann hier in dem Bereich die sogenannte Neubaustrecke und die eingleisige Dieselstrecke. Das wird alles ein etwas größerer Bauabschnitt werden. Selbstverständlich mit einem Bahnhof ausgestattet. Es wird dort ja auch noch eine Stadt entstehen, so eine Kleinstadt. Das Ganze dient dann eben auch als Knotenpunkt, Übergang zwischen den einzelnen Linien und Zügen, die dort verkehren. Und es wird drumherum sicherlich auch noch ein bisschen mehr entstehen. Die ein oder andere Sehenswürdigkeit, ein Betriebswerk und dergleichen mehr. Und ein bisschen was kriegt ihr sowieso schon vorab hier zu sehen. So, ich habe jetzt so diese Brückenkonstruktion ein bisschen umgestaltet, einfach um es nochmal ein bisschen mehr Variation drin zu haben. Mir ist dann erst aufgefallen, schaut mal rechts in dem Baumenü, ganz unten kann man es noch erkennen, SKU und Diagonal ist dort aufgelistet. Also das heißt, diese ganzen Bauelemente hier, die Brücken, Pfeilergeschichten und so weiter, Brückenköpfe, die kann man tatsächlich hier so leicht diagonal bis zu einem gewissen Grad anordnen und dann fügt sich das aber trotzdem noch gut mit der Brücke zusammen und mir ist das tatsächlich vor kurzem erst aufgefallen. Hätte ich schon öfter mal gebrauchen können, diese Funktion, hatte ich halt irgendwie nicht auf dem Schirm. Also ich habe es einfach immer übersehen. So, jetzt weiß ich es und das werde ich sicherlich noch öfter benutzen. Ist auch ein nettes kleines Feature. Okay, ansonsten ziehe ich hier erstmal noch ein paar Fußwege so rein. Kreuz und quer und so ein bisschen hier dem Bahndamm folgen. Das wird dann hier wieder an der Straße angeschlossen. Hier nochmal so ein kleiner Uferwanderweg, der sich hier so entlang schlängelt. Und hier drüben machen wir das gleiche nochmal. Einfach so ein bisschen Ufergestaltung, Infrastruktur. Kleiner Uferspazier- und Wanderweg, der hier so den Fluss entlang geführt wird. Sich da so ein bisschen entlang schlängelt. Und dann packen wir direkt mal den Texturenpinsel aus und tragen die übliche Grasmischung auf. Sommergras, Wildkletten, Efeu, Brennnessel und so weiter. Wir haben ja eine riesige Auswahl an wunderschönen Texturen zur Verfügung. Und dann gehen wir hier schon mal an die Signale dran. Blocksignale müssten das hier sein an der Stelle, das Ganze per Signalbrückenkonstruktion und dann wird hier quasi noch ein bisschen aufgeforstet. Ihr kennt das alte Spiel. Gebüsche aufpinseln und anschließend noch ein paar Bäume dazustellen. Hier seht ihr auch schon, da habt ihr vielleicht kurz erkennen können, ein Abstellgleis wird sich dort auch befinden. Und hier drüben gestalten wir es auch noch ein bisschen grüner. Gehen nochmal an den Uferbereich dran. Bisschen großzügiger. Und so kriegt die ganze Geschichte langsam eine gewisse Kontur. Dann gehen wir noch mit dem Baumpinsel drüber. Auch da kann man sich ja immer auswählen, welche Bäume genau benutzt werden. Dann kann man noch die Stärke auswählen. Und sich das hier einfach gemütlich aufpinseln. Nicht zu viel davon. Aber so, denke ich, kann man es dann schon erstmal lassen. Okay, dann machen wir hier bei den Bahnanlagen ein bisschen weiter, beziehungsweise hier an der Neubaustrecke, Strecken, Posten, Häuschen, Schrägstrich, Stellwerk. Dachte mir, der Standort passt ganz gut hier, direkt so mit Sicht auf die herankommenden Strecken, Sicht auf die Brücke, Sicht auf den ganzen Einfahrbereich Richtung Bahnhof runter. Also von daher, glaube ich, passt der Standort schon. Alles hier noch ein bisschen eingezäunt. Mit diesem leicht verfallenen Zaun. Naja, was heißt verfallen? Er ist halt nicht ganz so sauber angeordnet, sagen wir mal so. So, dann haben wir hier das Abstellgleis. Auch immer ein schönes, wichtiges Detail, wie ich finde. Abspannmasten dazusetzen. Und so ein bisschen Grundstücksgestaltung wollen wir auch noch mit ins Programm nehmen heute. Ich habe ja hier im unteren Bereich schon ein paar Grundstücke angelegt, Häuser hingesetzt
und das gestalten wir uns jetzt noch ein bisschen aus, bringen da auch noch ein bisschen Leben in die Bude in Form einer kleinen Party, die dort stattfinden wird, Geburtstagsfeier oder ähnliches. Einfach damit wir hier noch ein paar nette Filmstellen und kleine Eyecatcher haben. Ein Carport übrigens auch gutes Stichwort, ist jetzt auch nochmal eine Mod erschienen, wo glaube ich 4, 5, 6, 7 verschiedene, ich weiß nicht mehr genau, verschiedene Carports nochmal enthalten sind. Also auch da wird in sehr naher Zukunft mehr Variationen dazukommen. Es sind sowieso generell nochmal ein paar coole Mods erschienen mit diversen Objekten, so für schöne Detailarbeit einfach. Ein Hochsitz habe ich gerade auf dem Schirm generell. Ja, ein paar so Sitzgelegenheiten für Wanderungen und so, solche Geschichten. Und natürlich, das habt ihr sicherlich alle schon gesehen, es gibt mittlerweile Fahrräder auf transportfever.net. Und zwar Fahrräder, die funktionieren, also die man durch die Gegend fahren lassen kann. Die Aufnahmen hier sind jetzt einfach schon einen Ticken älter, deswegen wird das ein bisschen dauern, bis die Fahrräder hier wirklich ins Spiel kommen. Aber sie sind unterwegs, sagen wir es mal so. In den ganz neuen Folgen, also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, werden dann auch Fahrräder durch die Gegend fahren. Das ist einfach nochmal ein Add-on für das Landmaschinenpaket. Schaut auf transportfever.net. Das dürfte noch ziemlich weit oben bei den aktuellen Downloads sein. Das schon mal vorweg, weil das ist einfach sensationell. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir irgendwann wirklich funktionierende Fahrräder sehen werden. Und wirklich auch animiert. Also die Leute pedalieren. Es ist großartig anzusehen. Und nicht nur Fahrräder, sondern ich schweife ein bisschen ab. Da sind auch Rollstühle enthalten und Rikschas. Also wirklich ein super cooles Paket. Name ist mir gerade entfallen, aber es ist auf jeden Fall so ein Add-on zu dem Landmaschinenpaket. So müsstet ihr das finden können. Sonst, wenn ihr es gar nicht findet, einfach nochmal einen Kommentar da lassen, dann suche ich das raus und pinne das in dem obersten Kommentar an, weil das einfach ist sensationell, muss man haben, meiner Meinung nach. Okay, also wird bald kommen, bald haben wir hier Fahrräder überall auf der Karte. Da lohnen sich dann auch die Radwege, die ich oftmals hier schon vorbereitet und mit eingebaut habe und jetzt kann man die wirklich auch benutzen. Also großartig. So, wo sind wir jetzt? Ich habe die andere Brücke auch nochmal so ein bisschen in Form gebracht, wo die Dieselstrecke drüber läuft. Und hier geht es dann schon in einen der nächsten Bauabschnitte hinein. Da werden wir uns aber gleich auch wieder abwenden von. Das ist jetzt einfach nur mal ganz kurz so ein bisschen das Ganze schon mal vorbereiten. Hier wird noch ein Bahnübergang entstehen. Unbeschrankt. Da werden wir aber auch nochmal ein nettes Thema draus machen. Kann ich ja auch schon mal vorwegnehmen. Muss ja kein Geheimnis draus machen. Da machen wir dann eine kleine Baustelle draus. Also ein Bahnübergang, der vielleicht gerade modernisiert oder irgendwie saniert wird. Eine Bahnübergangsbaustelle halt einfach wird hier in dem Bereich entstehen. Und zum Thema Baustelle kommt hier auch noch ein bisschen mehr dazu. In diesem Abschnitt, wo wir jetzt gerade genau drauf schauen. In der heutigen Folge wird das hier nur ganz, ganz grob mal kurz ein bisschen in Form gebracht für die Filmaufnahmen, damit es irgendwie ein bisschen nach was aussieht. Aber da wäre man noch ein bisschen genauer dran gehen. So, okay, wir sind wieder zurück am Bahndamm, kurz vor Einfahrt in die Kleinstadt und dort, wo sich die Strecken auftrennen bzw. umgekehrt zusammenlaufen. Und da wollen wir jetzt noch so eine ganz kleine Feierlichkeit, eine Party inszenieren und gestalten mal hier so den Garten entsprechend aus. Grill sind schon aufgebaut, Planschbecken, Luftballons aufgehängt. Dann kommen hier noch ein paar Bierfässer dazu. Sonnenliegen, Bierkästen, was es nicht alles gibt, ne, für Dekokram, das ist unglaublich. So, und dann schmeißen wir natürlich noch ein paar Gäste hier in den Garten hinein. Haben sich in kleinen Grüppchen versammelt, haben Platz an der Tafel genommen, haben sich um den Grill versammelt und so weiter. Viele sind mit den Fahrrädern angereist. Die hier draußen bringen auch nochmal einen Kasten Bier mit, also für genügend Trinken ist gesorgt. Ich hoffe, die lassen die Autos danach stehen. Ja, und was natürlich auch nicht fehlen darf, sind noch mehr Gäste und ein paar Hunde haben sich auch dazu gesellt. Und ja, blockieren hier die Sonnenliegen und saufen aus dem Pool. Sehr gut. Feine Hunde. Ach ja, die Dachterrasse hätten wir auch noch übrig. Können wir auch noch ein paar Sachen draufpacken. Sitzgelegenheiten sind ja vorhanden. Setzen wir ein paar Leute hin, stellen einen Hund dazu. Und fertig ist die kleine Geburtstagsfeier. Okay, kurzer Kontrollblick. Ich denke, da können wir schon mal einen Haken drunter machen. Und dann habe ich eben den Golfplatz. Habe ich vorhin eigentlich Golfplatz oder Tennisplatz gesagt? Ist auch egal. Es geht natürlich um den Golfplatz. Nehmen wir auch noch mit dazu. Ist aber natürlich eher Kulisse, also einfach auch ein gutes Mittel, um so einen großen Bereich einfach mal schnell zu füllen.
Ich habe mir das Ganze dann einfach ein bisschen Terraforming-mäßig hier umgebaut, habe ein paar so kleine Teiche, Gewässer mit eingebaut. Ich weiß auch nicht, ob hier bei den Zuschauerinnen und Zuschauern irgendwie Golf-Begeisterte dabei sind. Ich war in meinem Leben, habe ich noch keine Sekunde Golf gespielt, kenne mich also entsprechend auch nicht wirklich aus mit so einem Golfplatz. Ich bin, glaube ich, einmal drüber marschiert über so ein Ding. Deswegen habe ich mir einfach nur schnell ein paar Bilder angeschaut und habe mir den Rest einfach hier irgendwie aus den Rippen geleiert. Nach gut Dünken. Das Gebäude ist aber übrigens tatsächlich ein Golfclub. Das ist, glaube ich, auch in diesem Sports and Leisure Paket enthalten oder so ähnlich heißt das. Wo auch diese, da ist, glaube ich, ein Minigolfplatz mit drin und eine Paintball-Anlage und solche Geschichten. Und eben auch ein paar so Golfplatz-Assets. Wie zum Beispiel die Golflöcher, die ich gerade schon gesetzt habe. Plus dieses Gebäude eben, dieser Golfclub. Und ansonsten, ja, ich habe einfach versucht, das irgendwie möglichst so aufzupinseln, dass es aussieht wie ein Golfplatz. Wird schon einigermaßen funktioniert haben, glaube ich. Also verschiedenfarbige Grastexturen, das ist schon mal keine so schlechte Idee. Dann diese Sandflächen, das nennt man, glaube ich, Bunker, wenn mich nicht alles täuscht. Aber im Detail dürft ihr mich da auch nicht fragen, habe ich keine Ahnung von. Und ja, interessiert mich auch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Hauptsache, es sieht irgendwie nett aus und ist eine halbwegs glaubhafte Kulisse. Und darum geht's eigentlich. So, dann wird das Ganze hier noch am Rande auch ein bisschen eingezäunt, wollte ich sagen. Also Gebüsche aufgetragen, dann werden wir noch einen Zaun außen herumziehen. Alles so ein bisschen zugewuchert halt einfach. Ne? Das ist, glaube ich, auch oft der Fall. Ansonsten halt viel freie Fläche, bisschen Sand, verschiedene Grastexturen, 1, 2, 3 Tümpel, so kleine Gewässerchen dazugepackt. Und dann ist das, kann man das, glaube ich, schon als Golfplatz irgendwie durchgehen lassen. Und noch so ein paar kleinere also bewachsene Flächen, wie hier zum Beispiel. So ein bisschen Gebüsch, bisschen Dickicht und ein paar Bäume. Aber größtenteils halt freie Fläche, logischerweise. Wo sich dann eben die verschiedenen Bahnen befinden. So. Einmal noch ein bisschen rumgepinselt, paar Bäume aufgestellt und dann braucht es noch einen Zaun und ein paar kleine Details packen wir natürlich noch dazu. So, dann nochmal hier, dann habe ich dann auch noch gesehen, da gibt es tatsächlich auch diese Figürchen und da wäre noch ein Golfkart dabei gewesen. Habe ich irgendwie übersehen beim Basteln. Ist mir tatsächlich erst beim Sichten dieser Aufnahmen hier aufgefallen. Also, wenn ich das nächste Mal wieder hier irgendwie am Basteln bin, werde ich da mal noch ein paar Golfkarts mit dazustellen. So, wer genau hinschaut hier, ja, die Möbel, das passt von der Skalierung hier nicht ganz zusammen. Ist ein bisschen groß geraten, aber egal. Aber cool, diese kleinen Golffigürchen hier mit den Schlägern ist auch einfach nochmal ein witziges kleines Detail. Gefällt mir gut. Modelleisenbahn, Flair. Schöne Sache. Und theoretisch könnte man dann tatsächlich auch, ja, man könnte auch Fahrräder hier über den Golfplatz fahren lassen. Ist wahrscheinlich eher unüblich, aber so eine Rikscha würde vielleicht sogar passen. Weil ich glaube, ein fahrbares Golfkart gibt es in dem Sinne nicht. Aber vielleicht kann man irgendwas zweckentfremden. Das wäre noch ganz cool. So ein bisschen Bewegung drauf haben. Man könnte natürlich noch Besuchermagneten setzen. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, ehrlicherweise. Dann würden hier auch noch ein paar Leute drüber latschen. Also man könnte es noch alles ein bisschen lebendiger gestalten, wenn man wollte. Vielleicht gehe ich nochmal dran mit der Fahrrad- und Rikscha-Idee. Mal schauen. Also, aber ansonsten wird hier nochmal so ein bisschen eingezäunt und natürlich ein kleiner Parkplatz für den Golfclub geschaffen. Und recht viel mehr ist es dann am Ende auch nicht geworden. Ich denke, es erfüllt seinen Zweck. Statt unendlicher Acker- und Weideflächen und so weiter, haben wir jetzt zumindest mal einen Golfplatz dazu bekommen. So, und das soll auch erstmal genügen. Bastelmodus beendet. Wir schauen uns ein paar Impressionen an. Erstmal natürlich wie üblich grob zum Überblick. Dann sieht man, wie hier so die Strecken alle einigermaßen zusammenlaufen. Und sich dann dort hinten im Hintergrund sieht man schon die Stadt, die sich gerade im Bau befindet. Und dort wird sich dann eben alles treffen. Dort gibt es dann eben auch entsprechend die Umsteigemöglichkeiten, die Anbindung an die verschiedenen Linien. Wie sich das im Detail alles gestalten wird, weiß ich noch nicht. Es wird natürlich der Endhaltepunkt der Dieselstrecke sein. Wahrscheinlich auch der Endhaltepunkt der Nahverkehrsstrecken aus Hansburg kommend.
aber das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht trennen wir es nochmal auf, lassen eine Regionalbahnstrecke hier wenden und vielleicht eine Regionalexpressstrecke noch ein bisschen weiter in die Schweiz fahren. Wir schauen mal, wir haben ja alle Optionen. Und natürlich der Fernverkehr wird wahrscheinlich auch nochmal aufgetrennt werden, sodass wir vielleicht eine Linie haben, die hier immer Zwischenhalt macht. Und eine Linie, die vielleicht eher so ein bisschen expresslinienmäßig unterwegs ist, die dann hier nonstop durchfährt. Mal schauen, wie sich das ergibt. Bisschen Museumsbetrieb und ein bisschen was, naja, Exotischeres in Anführungsstrichen hier. Hier haben wir nochmal Lokomore. Diesmal glaube ich auch mit einer bisschen passenderen Lok. Neulich bin ich ein bisschen gerügt worden, weil ich irgendwie, was war das noch, Baureihe 189 oder so vor einen Flixtrain gespannt habe, glaube ich. Irgendwie sowas in der Richtung. Es war vielleicht nicht die ideale Auswahl, aber passiert. Aber ich denke generell so ein Taurus vor so einen privaten EVU-Zug zu spannen, ist vielleicht ein bisschen passender. Egal, wir blicken auf die kleine Feierlichkeit hier. Direkt am Bahndamm gelegen, beste Lage. Ich habe hier auf dem Abstellgleis noch schnell einfach ein paar Güterwagen abgestellt, damit hier irgendwas rumsteht. Dann hier einmal der Blick auf die Brückenkonstruktion. Zug überquert den Fluss und rollt weiter auf die Neubaustrecke Richtung Hansburg. Und links seht ihr die Küstenstrecke. Hier schauen wir auch nochmal kurz drauf. Schweizer Kollege hatten wir, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Wunderschönes Wagenmaterial. Und von der Küstenstrecke kommend ein Nahverkehrszug. Sehr schön. Paralleleinfahrt, gutes Timing. Links der Nahverkehr, rechts der Fernverkehr. Unterwegs Richtung Schweiz. Auf den letzten 1 bis 1,5 Kilometern deutscher Strecke. Danach geht's dann mit Linksverkehr weiter. Wird aber noch eine Weile dauern. Wir werden jetzt dann erstmal thematisch zur Dieselstrecke umschwenken und da einige Bauabschnitte hinter uns bringen, beziehungsweise das Ding wirklich auch komplett fertig bauen, damit ich da mal einen Haken drunter machen kann. Kann ich schon vorwegnehmen, da wird es ein paar richtig schöne Sachen zu sehen geben. Und anschließend wird es dann hier wieder weitergehen. Dann werden wir diese Stadt über die Bühne bringen und bis dahin habe ich hoffentlich auch schon, sagen wir mal, die ersten 1-2 Kilometer Schweizer Strecke fertiggestellt. Da muss ich mich aber noch mal ein bisschen einlesen, was Thema Signale und so weiter angeht. Aber auch da gibt es sicherlich genügend Informationsmaterial in diesem World Wide Web zu finden. Ja, so sieht's aus. Das ist mal so die generelle Marschroute für die nächsten Folgen. Sicherlich auch nochmal garniert oder unterbrochen von der einen oder anderen Mitfahrt. Ich denke, das machen wir sowieso, wenn die Dieselstrecke fertig ist. Werden wir das nochmal nach allen Regeln der Kunst genießen und da nochmal schön ein paar Mitfahrten veranstalten. Das sind ja dann doch einige Kilometer geworden. Ja, könnt ihr euch drauf freuen. Okay, Stichwort Dieselstrecke, da haben wir auch schon einen Vertreter der Dieselzunft, der hier gerade Richtung Brücke rollt. Schöne 218 in Altrot mit klassischen Silberlingen. Fährt hier sehr langsam auf die Brücke drauf. Hier sieht man auch schon Hektometertafeln, da bin ich schon durch, auf der Dieselstrecke zumindest. Also wir kommen bei knapp 12 Kilometern raus. Ist jetzt nicht übermäßig viel, aber das zieht sich schon, glaube ich, bis man das wirklich komplett abgefahren hat. Schon allein aufgrund der geringen Gleisgeschwindigkeiten. Hier auf der Brücke werde ich das nochmal ein bisschen verändern. Also der, glaube ich, darf schon ein bisschen früher beschleunigen, wenn er hier rausfährt. Muss da nicht gar so entlang zuckeln. Aber ansonsten geht es ja dort eher gemütlich zu. Deswegen wird man, glaube ich, für diese 12 Kilometer auch eine ganze Weile unterwegs sein. So, den hatten wir vorhin, glaube ich, schon. Der kommt gerade wieder ist auf dem Rückweg. Da schauen wir natürlich auch noch mal kurz drauf. Wunderschön. Könnten wir auch mal über die Dieselstrecke fahren lassen, so als kleine
Museumsgeschichte. Ja, ich weiß, ich habe hier und da immer noch ein paar Ruckler drin. Das liegt vor allen Dingen ist es ein bisschen schwierig, wenn ich die Brennweite im Kameratool ein bisschen zu hoch drehe. Dann kriegt er Probleme, habe ich festgestellt. Und manche Sachen übersehe ich halt einfach im Videoschnitt. Also ich hoffe, ihr könnt drüber hinwegsehen. So schlimm ist es ja auch nicht. Dann hier nochmal eine Loküberstellungsfahrt. Ich glaube, den hatten wir auf der Karte auch noch nicht. Hier den Alpezähmer. Unterwegs Richtung Hansburg. Aus der Schweiz kommt. Das passt ja eh ganz gut. Sehr schön. An den Kühen vorbei. Ein Schweizer auf der Küstenstrecke. Ja, und da hinten befindet sich dann eben irgendwo die besagte Küste. Das kennt ihr alles. Und ja, hier sieht man nochmal die Größenunterschiede. Da passt nicht so ganz zusammen. Zwischen den Möbeln und den Figürchen. Gut, hier nochmal. Der geht auch auf die Neubaustrecke. Ich weiß, auch da sind mir einige Fehler unterlaufen. Also gerade was so Brückenauswahl angeht, da habe ich halt doch eher neulich mal eine ziemlich alte Brückenkonstruktion hingebaut, die halt optisch dann nicht so ganz zu einer Neubaustrecke passt. Und ein paar technische Details fehlen noch hier und da. Einiges davon kann ich natürlich noch ergänzen, aber jetzt so eine ganze Brücke wieder abreißen, nur um eine neue Betonbrücke hinzubauen, ist natürlich keine Option. Aber guter Einwand. Habe ich halt beim Basteln einfach nicht dran gedacht, weil ich gerade Bock auf eine alte Brücke hatte. Passt halt optisch nicht ganz dazu. So, dann haben wir hier nochmal den Fotogüterzug, der sich auch mal wieder die Ehre gibt. Übrigens kam auch jetzt ein paar Mal tatsächlich die Frage, wie das denn aussieht mit dem Güterverkehr. Also alles, was hier momentan als Güterverkehr unterwegs ist, ist wirklich nur für die Filmaufnahmen, damit wir hier ein bisschen Abwechslung drin haben und ein bisschen mehr zu sehen bekommen, anstatt nur Personenverkehr. Aber Sinn macht das Ganze aktuell noch nicht, weil einfach da jetzt auf den Strecken keine Güterbahnhöfe liegen. Einer wäre erreichbar, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Das ist aber schon, wäre eine ungünstige Linienführung. Also ich denke mal, langfristig für den alltäglichen Linienbetrieb werden hier wohl nur Personenzüge verkehren, denke ich mal. Aber mal schauen. Auch das ist noch nicht vollständig in Stein gemeißelt. Einfach für die Abwechslung wäre es natürlich schon ganz nett, hier auch zumindest den ein oder anderen Umleitergüterzug vielleicht mal verkehren zu lassen. Aber die Hauptlast wird wohl den Rhein entlang fahren. Das macht einfach am meisten Sinn, weil das von den paar Güterbahnhöfen, die es so gibt, einfach so von Anfang an geplant war. Na schön, da haben wir hier nochmal den Schweizer Kollegen. Der ist auch schon wieder unterwegs Richtung Hansburg in dem Fall. Überquert die Brücke. Und ihr bekommt nochmal ein paar Perspektiven zur generellen Übersicht auf die zurückliegenden Bereiche. Die letzten Bauabschnitte, die wir hatten. Hier nochmal so ein bisschen die Bauernhöfe mit im Blick. Und im Hintergrund das nächste kleine Städtchen, was hier entstehen wird. Okay, gut. Ich denke, dann sind wir durch für heute. Mit diesen Bildern der Küstenregion verabschiede ich mich. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.